Nein, wir sind noch nicht an der Stelle angekommen. Leider. Wir sind noch nicht an der Stelle angekommen. Wo ich offiziell... Oder? Doch, es könnte sein, dass wir jetzt an der Stelle sind, wo... Doch, wir sind an der Stelle angekommen. Die Terrassen. Ab hier wird's für mich blind. Ja, lustig, ne? Also, jetzt könnte ich blind einen Titel schreiben. Ab hier wollte ich nicht mehr weiterspielen, weil ich vergessen habe, wie das hier ging. Weil ich vollkommen die Steuerung vergessen habe, weil ich so lange nicht mehr gespielt habe, bis hier hingespielt hatte. Und dann nicht mehr wusste, what the fuck, wie ging das? Wie ging das? Bla, bla, bla. Und jetzt weiß ich es wieder. Und jetzt ist auch ein LP, das ist so richtig nice. Och. Nostalgie. Und ihr da! Hi! Und Eiszapfen! Oh. Seht ihr, sobald man eine der Fähigkeiten, die so schön sind, benutzt, sind die alle nix mehr. Die sind lächerlich. Ah ja, stimmt. Wallrun nach oben. Okay, das machen wir nochmal. So ist der Timer für uns eigentlich auch unnötig, aber... Wollt schon wieder quick weiter hüpfen. Hui! Hi! Boah, ey, habt ihr mich grad geschlagen? Ey, Alter! Ihr wollt. Moment, eigentlich. Wieso sage ich eigentlich immer wieder, ihr wollt mich schlagen? Wenn ihr das, was ich hier als Schlagen euch anrechne, schlagen nennen wollt, weiß ich auch immer weiter. Halt, ihr seid ja schon tot. War hier noch nicht nur einer? Nee, ist auch schon tot. Oh. Das ist auch einer der Kritikpunkte, falls ich habe es wahrscheinlich schon erwähnt, aber das ist einer der Kritikpunkte an diesem Spiel. Die Gegner sind einfach lächerlich. Bis auf die Bossfights irgendwie. Die sind. Okay, wir warten das jetzt ab. Nee, 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 nee. Oh, da kommen wir wieder. Weil wieder mal mein, Die Gegner sind hin und wieder so lächerlich. Moment, kann ich das auch noch umdrehen? Vielleicht kann man da so ein Secret freischalten. Nö. Dann drehen wir. Nein. Ach. Irgendwas? Nüpp. Nix magisches. Und dann... Hey Leute! Wie geht's denn so? Wie geht's deiner Frau? Wie geht's deiner Frau? Ach, ihr seid schwul! Achso! Konnte ich nicht wissen! Ich hab nichts gegen Schwule, aber... Ihr müsst euch vorstellen, ihr sprecht so eine Person an, sagt so, und wie geht's deiner Frau, weil ich ihn kenne und wisst, dass er verheiratet ist.
Dann sagt er so, ich habe mich von ihr getrennt. Ich bin jetzt mit mir zusammen. Das überrascht einen. Das ist alles. Och nee, jetzt kommt die Stelle. Naja. Oh. Auf geht's, climbt der Tower hoch. Das Lustige ist, ich weiß nicht, wie lange ich schon aufnehme. So, zum Verständnis, wie das hier funktioniert. Es ist ein abgefucktes System, wo ich mir bis heute noch denke. Wieso? Danke. Halt dich bitte dran fest. Und so. So, schauen wir mal, ob wir wieder vollkommen mit den Stand von Anfang der Aufnahme heute im Observatorium. So, kommen wir jetzt in die Szene mit Monsieur Malek. Wir gehen jetzt auf Leben. Obwohl, was haben wir hier noch? Ach, nehmen wir den Wirbelwind. Verwenden. Wenn wir schon gerade von den ganzen Sachen geredet haben, dann nehmen wir mal die anderen Sachen. Nehmen die jetzt auch mal her, zum Zeigen. Also, der Wirbelwind habe ich schon sehr oft aus Versehen aktiviert, weil einfach schlecht platziert war von mir. Habe ich hier noch irgendwo Vasen? Da ist noch eine. Leben passt. Magie? Nein. Oh. Hey, komm rüber! Die Fähigkeit ist so schön, da kann man so richtig schön dumme Witze und dumme Sprüche reinpassen. Was davor. Ich finde es so lustig, so, dass du keinen Kommentar abgegeben hast bis jetzt. Dass er irgendwie von A nach B geschleudert wird. Controller. Warum muss ich das neu drücken? Ach, ich hoffe mal nicht. Jetzt sollte ich einfach von da wieder anfangen. Nein, ich muss wieder von vorne.
Ich frage jetzt mal nicht. Ich frage mich nicht, wieso ein Tuch war, wodurch man wieder runter hätte können. Oh, ich sehe schon kaum, was jetzt kommt. Das war, glaube ich, knapp als knapp. Und wir hatten fast keine Sand mehr, Dings, deswegen haben wir auch so viel Aufwand. Wir brauchen ein paar Energiekontainer. Gut, jetzt kann ich mich wieder ein bisschen beruhigen. Ich kriege ja noch ein Herz, Kasper, bei dem Spiel. Ey, das wäre voll doof. Nein. Mehr Energiecontainer und dann diesen total convenienten Moment, die Zähne müssen wir uns mal angucken. Also ja, da zeigt so auf die da und sagt, ey, beschützt die Tür, und die so alle so, nein, wir wollen nicht, zu Stein, und er so, fuck. Zeit mitgebracht, dass ich kurz abhauen kann, denn hier oben ist so eine tolle Welt da. Ja, der mich gut voll macht. Danke, danke für die kurze Zeit, dass der Stadt jetzt komme ich. Ihr merkt, ihr seid zweitrangig für mich. Und du da, fall meine Stacheln. Und du da, fall meinem Schwert zu Opfer. Hahaha. Ich mag es, Gegner zu wissen. Vor allem, wenn die Gegner so unglaublich schwer zu besiegen sind. Wie gesagt, die Gegner waren so unglaublich schwer, ich hätte fast gar nicht geschafft. Oh nö. Merken uns, jetzt springen wir. Und dann springen wir schnell weiter, dass er uns nicht doch noch vielleicht hüpft. Also man kann entweder drüber durchhüpfen oder drüber hüpfen. Drüber oder drunter. Oh, neue Gegner. Also ich fasse zusammen. Wir haben Gegner, die anscheinend halten die Gegner nach und nach dieselben Fähigkeiten wie ihr Meister, also wie Ratash. Nur dass die Gegner ungefähr nichts haben. Also, habt ihr das gesehen? Der Gegner hat eine Introduction bekommen. Der ist insgesamt jetzt nur als Hüpfhilfe da.